Danke, Vater, dass wir hier vereinigt sind in deinem Namen. Und wo immer zwei oder mehr in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, komm mit deiner Gegenwart und gib uns offene Herzen, um zu hören, was dein Geist uns sagt. Komm, Heiliger Geist, und berühre jeden dort, wo er gerade hört. Komm, Heiliger Geist, und trenne Seele und Geist, sodass wir klar wissen, was Gott von uns möchte in diesen Tagen und wer wir sind in ihm. Darum bitte ich dich jetzt in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Seid ihr eingeschlafen? Ha? Ich sage euch, ich will hier ein echtes Gegenüber haben. Amen. Amen. Wenn ich so mache, könnt ihr immer Amen schreien. Amen. Halleluja. Die Frage heute ist, wer bin ich in Jesus? Wer bin ich in Jesus? Sag einmal deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin, diese Welt wäre viel ärmer, wenn es dich und mich nicht gäbe. Amen. Ich hoffe, jetzt habe ich den ersten Unglauben schon weggeschickt, dass du nicht wichtig bist. Ihr Lieben, jeder von uns hat einen Auftrag von Gott, der alle anderen Positionen der Welt in den Schatten stellt. Amen. Vor einigen Jahren ist der Fürst Castell mit seiner Frau mich besuchen gekommen in Afrika. Und dann habe ich im Vorfeld einen Brief bekommen oder eine E-Mail. Ich muss einen Termin beim König von Buganda organisieren für ihn. Denn wenn ein Aristokrat in ein Land kommt, wo ein König ist, muss man da einen Besuch machen. Dann können wir ja lustig. Ja? Wie kriege ich einen Termin beim König von Buganda? Da habe ich gesagt, Herr, was soll ich machen? Sagt er, ruf den deutschen Botschafter an, der wird dir helfen. Ich rufe natürlich die Sekretärin an, sie gibt mir einen Termin und wir kommen hin dann. Und dann sind wir hin zu dem Botschafter und der war noch nicht da und da sitzen wir in dem Vorraum und denke immer, das wird jetzt spannend. Wen hat die Deutsche Republik gewählt als Vertreter der ganzen Nation für Uganda? Denn jeder, der den sieht, denkt sich, ganz Deutschland ist so wie der. Amen. Haben wir gedacht, das wird jetzt spannend. Und dann kam er herein, ein Hühne von einem Mann mit weißem Haar. Und alle haben gesagt, jetzt sind alle Probleme weg. Eine Ausstrahlung von Sicherheit und Annahme. Boah, haben wir gedacht, deshalb kommen so viele Schwarze nach Deutschland. Wenn die glauben, dass ganz Deutschland so ist wie der, glauben sie, dass der Himmel erwärmt. Halleluja. Und ich war wirklich beeindruckt über diese Wahl. Dann hat der Herr gesagt, genauso möchte ich, dass du mich auf Erden vertrittst. Ihr Lieben, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Einer hat es geglaubt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Amen. Grüßt euch einmal mit dem richtigen Titel. Herr Botschafter, Frau Botschafterin. Amen. Denn ihr seid ein Liebesbrief Gottes für diese Welt. Aber manche Leute schauen eben, manche Christen schauen oft aus, als wären sie in Zitronensaft getauft. Ich habe schon mit 7 Jahren mein Leben Jesus übergeben und wollte immer Menschen zu Jesus bringen, aber keiner wollte,
das haben, was ich habe. Manche haben gesagt, wir haben schon ohne Jesus genug Probleme. Dann habe ich gesagt, warum bekehren sich die nicht? Warum wollen die nicht Jesus? Dann hat der Herr gesagt, ja, deine Ausstrahlung ist nicht sehr einladend. Du schaust aus, als wärst du in Zitronensaft getauft. Da strahlt keine Freude raus. Ich wollte sie einfach zu Jesus bringen. Dann habe ich gesagt, Herr, arbeit an der Verpackung. Weil die Verpackung hat nicht gestimmt. Und ihr Lieben, bei einem Botschafter muss die Verpackung stimmen. Amen. Amen. Weil wir eine ganze Nation vertreten und ihr vertretet das Reich Gottes. Gibt es was Besseres? Amen. Halleluja. Ich sag's euch, heute werden manche schlaflose Nächte haben. Wenn sie das einmal kapieren, wer sie sind. Jesus ist beim Vater, aber wir sind jetzt die Vertreter Jesu auf der Welt. Also das ist eine Verantwortung, die übersteigt alles, was du bisher erfahren hast. Amen. Und im 2. Korinther 5,20 lesen wir, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir sind Botschafter des allerwichtigsten Königreiches, das im ganzen Universum existiert. Amen. So, jetzt kann es heimgehen. Und als solche leben. Amen. Und da werdet ihr beobachtet. Ihr Lieben, wir sind ein Liebesbrief Gottes. Wir werden beobachtet. Was die Leute bei dir sehen, da, von dem schließen sie auf den Gott, den du dienst. Und da habe ich mir oft so gedacht, da hat Deutschland oder halt Europa eine große Situation verpasst. Die ganzen Moslems, die von allen Ländern kommen, die sollten hier nicht Geld finden, sondern Gott. Die sollten so eifersüchtig werden, weil die an dir und mir sehen, boah, das ist besser als das, was ich habe. Wir sollen die ganze Welt zur Eifersucht reizen. Amen. Ihr seid noch wach, Gott sei Dank. Wir sollten die ganze Welt zur Eifersucht reizen. Dass jeder will, was wir haben. Amen. Und wisst ihr, da habe ich schon mit 10 Jahren gebetet, weil ich wurde sehr viel verspottet. Ich war nämlich römisch, wo die Haut mich berührt hat. Und ich habe die Bibel gelesen. Dann haben sie gesagt, das ist ja Zeugin Jehovas. Die Katholiken lesen nicht die Bibel. Aber ich habe schon von Anfang immer die Bibel gelesen. Das war das Buch für uns. Amen. Ich bin verspottet worden. Ich habe eine Mutter gehabt, die sehr viel geschenkt hat und ich habe alles verschenkt. Ich habe alles verschenkt, immer. Mein Vater hat gesagt, dir gebe ich nie ein Erbe. Wir müssen vielleicht eine kleine Versicherung machen, damit du einmal überleben kannst im Alter. Zu meinen Geschwistern hat er gesagt, die wird euch auf der Tasche sitzen. Die schenkt alles her. Die wird nichts haben im Alter, die wird kein Haus haben, die kann nicht einmal essen, so wenig verdient sie, weil die nimmt ja nur Positionen an, die Gott will von ihr und der zahlt nichts. Und ich habe immer nur gesagt, der liebe Gott wird mich so segnen, dass ihr mit dem Schauen nicht nachkommt. Denn die Bibel sagt, gib und du wirst empfangen. Und ihr Lieben, heute ist es soweit. Leute kommen zu mir nach Afrika, nach 3 Tagen sagen sie, das kannst du nicht geschaffen haben, sage ich, Bingo. Das ist die Arbeit Gottes. Amen. Und so möchte Gott sich verherrlichen durch dich. So groß. Die sollen sehen, wie dein Gott wunderbar ist. Dass sie sagen, du Moment, dem Gott will ich dienen. Amen. Ich habe in ganz Uganda den Ruf, der Gott, den die Mama Maria hat, pass auf,
der ist stärker wie unsere. Selbst die Hexer fürchten mich, weil sie wissen, mein Gott ist stärker als ihre Hexerei. Amen. Und das ist das Ziel, das ist die Identität. Der Herr Jesus hat gesagt, in Matthäus 28, das ist auch noch spannend, das war zum Schluss, das ist das letzte Kapitel und die letzten Verse, Vers 18, da heißt es, Moment, habe ich das jetzt richtig? Geht nun hin, wir sind herumgesessen. In Bewegung müssen wir kommen, Amen. Die gemütlichen Kaffeekränzchen sind nicht gerade Ausdruck von höchster Geistlichkeit. Geht nun hin, setzt euch in Bewegung und macht alle Kirchen zu Kirchenmitgliedern. Heißt es? Macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist ein riesiger Unterschied von dem, was wir Jahrhunderte lang gebaut haben. Wir haben Gebäude gebaut und da haben wir Gott eingesperrt. Der will wo wohnen? In unseren Herzen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Wenn ihr in ein Gebäude gehen müsst, um Gott zu begegnen, dann tut es mir leid. Wenn ihr rausgeht, soll jeder Gott begegnen, der dir begegnet. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir haben so falsch gelebt, jahrhundertelang. Wir haben Konfessionen gebaut, wir haben mit dem Denken der Welt Kirche gespielt. In den Kirchen? Gleich viel Scheidungen, gleich viel Abtreibungen, gleich viel bap. Üble Nachrede, gleich viel Eifersucht, gleich viel Neid, gleich viel Vergleichen. Und ich bin so dankbar, dass Gott jetzt den Finger drauf legt auf all diesen Fehlverhalten, die wir jahrhundertelang gelebt haben. Wisst ihr, wie die Notre Dame in Paris gebrannt hat, in Frankreich, habe ich Freude gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, bin ich nicht ganz bei Trost? Dieses riesen, wunderbare Gebäude brennt und ich habe Freude. Sagt er, ich auch. Ein Götze brennt. Du und ich, wir sind die Tempel des Heiligen Geistes. Hat er Platz bei dir? Bei einer Person schon. Vor meiner Abreise aus Afrika, wir haben einen großen Gebetsberg, kommen Leute, sehr viele Leute aus aller Welt hinauf, um Gott zu begegnen. Und da war ein ganz tüchtiger deutscher Geschäftsmann. Und ich frage ihn, was erwartest du denn hier? Sagt er, ich will mehr von Gott. Also habe ich gesagt, das klingt gut. Aber du bist so voll von dir selber, der hat keinen Platz. Gib ihm mehr von dir, dann hat er Platz. Gott will nicht nach deiner Pfeife tanzen, sondern er möchte, dass du nach seiner Pfeife tanzt. Amen. Ja, jetzt habe ich ein paar erwischt. Halleluja. Er möchte, dass wir ihm zur Verfügung stehen und nicht er uns. So viele Menschen kommen zu Gott und in ihren Gebeten geben sie Gott Anweisungen. Der braucht keine Anweisungen. Komm zu Gott und melde dich zum Dienst. Stell dich zur Verfügung. Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Aber du musst zuerst einmal wissen, was er im Himmel tut, damit du es auf Erden leben kannst. Amen. Wenn es jemand da ist, der denkt, die Predigt, die hätte man da sparen können, dann kannst du nach Hause gehen. Bist noch nicht reif. Aber wenn du mehr hören willst, wer will noch mehr hören? Halleluja.
Ich glaube nämlich, dass Gott was Großes vorhat mit euch. Also, es ist keine Zeit mehr, halb hingegeben, halbherzig entschieden zu sein. Wisst ihr, es geht nur mehr noch um 100%. Kannst du halb schwanger sein? Ja, eben. Kannst du halb verheiratet sein? Na, manche leben so, als wären sie es. Aber es ist nicht richtig. Gott sucht, will von allem 100%, 100%, 100%. Amen. Und jetzt ist die Zeit, wo Gott 100% sucht. Darf ich euch in Philipper 2,15 was vorlesen? Und da werdet ihr euch sofort erkennen, in welcher Zeit wir hier leben. Philipper 2,15, da heißt es, ist Kolosser. Wisst ihr, ich habe eine englische Bibel, da finde ich alles gleich, aber in der deutschen habe ich schon so lange nicht mehr gelesen. Philipper 2,15. Es ist nichts gegen die deutsche Bibel, okay? Aber sie fällt nicht auf, wo ich sie Gott offen haben will. Da steht in Philipper 2,15, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Unbescholtene Kinder Gottes, und jetzt kommt's, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Leben wir in einem verdrehten Geschlecht zurzeit? Die ganze Welt, sage ich euch. Das ist ein Lügengebäude, wie die Welt noch nie hatte. Unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Ihr seid Himmelslichter. Amen. Ihr sollt leuchten. Amen. Die Menschen sollen sagen, in den Zeiten hast du nicht zu viel Freude? Warum bist du so gut aufgeregt? Das ist doch eine depressive Zeit. Na, kann ich sagen, ja, für die Menschen, die die Sprache der Hölle sprechen schon. Angst ist die Sprache der Hölle. Und Angst auf Englisch heißt Fear, false evidence appearing real. Falsche Tatsachen erscheinen uns als real. Aber wir sprechen die Sprache des Glaubens. Amen. Und Glaube ist auf Englisch Faith. For all I trust him. Für alles vertraue ich ihm. Amen. Und jetzt freue ich mich so, dass Gott überall den Finger drauf tut, auf die Sachen, die wir bisher als sehr wichtig gehalten haben in unserem Leben. Und er uns zeigt, das einzig Wichtige ist unsere Beziehung mit ihm. Amen. Halleluja. Halleluja. Wenn du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast und er der Herr deines Lebens ist, dann bist du gesandt, als sein Stellvertreter in dieser Welt zu handeln. Gerade so wie Staaten ihre Botschafter aussenden, damit diese ihre Interessen in anderen Ländern vertreten, wurden du und ich ausgesandt, um uns hier auf Erden, um die Interessen des Reiches Gottes zu kümmern. Amen. Denk einmal drüber nach. Überall, wo du und ich hingehen, repräsentieren wir den König der Könige, den Herrn der Herren. Und das ist eine unwahrscheinlich große Ehre. Amen. Es mag so aussehen, als ob man einem hohen Anspruch Genüge zu leisten hätte, aber der Herr schenkt uns Gnade und Gunst, wenn wir im Gehorsam mit ihm wandeln. Amen. Es heißt im Johannes 15,7, wenn ihr in mir bleibt. Übrigens, das wichtigste Wort in der Bibel heißt wie? Wenn. Ihr habt schon meine Botschaften gehört, gell? Wenn. Wenn ist das allerwichtigste Wort in der Bibel. Wenn wir das tun, was Gott sagt, dann tut er, was er verheißt. Halleluja. Also bin immer ich etwas, wo ich spüre, jetzt läuft nicht alles gut, sage ich, Herr, wo habe ich wieder ein Wenn übersehen? Und dann zeigt er mir's. Und dann tue ich das, wenn, und dann tut er, was er verheißen hat. Amen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Amen.
Was es jetzt braucht, ist ein neues Denken. Wir müssen jetzt lernen zu denken wie Reich Gottes Bürger, nicht wie Weltbürger. Sonst wären wir verrückt. Wisst ihr, ich habe tausende von Menschen, die von mir abhängen, die auf mich schauen für ihre Versorgung. Dann habe ich gesagt, Herr, wenn jetzt das bargeldlose System kommt, wie verpflege ich tausende von Menschen? Dann hat er gesagt, Maria, ich habe es schon vom Himmel fallen lassen. Das Manna, mach dir keine Sorgen. Ich bin dein Chef. Ich bin deine Quelle des Lebens. Und wisst ihr, in der Zeit von Corona, wir haben über 2000 Hühner, aber die haben so viel Eier gelegt, dass wir sie nicht mehr essen haben können. Wir haben sie schon verschenkt und zum Schluss haben wir noch welche verkauft. Ich glaube, manche Hühner haben 3 Eier am Tag gelegt. Also unwahrscheinlich. Unsere Kühe haben Milch gegeben wie noch nie. Und stellt euch vor, wie das Ganze gekommen ist. Ich habe ja, wisst ihr, ich bin unter euch, ich glaube, keiner, dass da ist, einer da ist, der mit mir konkurrieren kann. Ich bin in der vorgerücktesten Jugend unter euch. Naja, ich bin im 84. Jahr. Wer ist drüber von hier? Du? Na, da muss ich einen Geburtsschein sehen. Du schaust ja so jung aus. Halleluja! Amen. Wie alt bist du? Das glaubt dir keiner. Das glaubt dir keiner. Halleluja. Halleluja. Bitte? Hast du mein Buch gelesen? Wisst ihr, am 80. Geburtstag habe ich in der Früh gesagt, lieber Gott, können wir einen kleinen Diskurs haben? Gehen wir bald nach Hause? Oder haben wir noch viel zu tun auf der Welt? Ich bin für alles bereit. Aber es wäre schön, wenn du mich ein bisschen informierst. Dann hat er gesagt, Maria, es wird alles viel schneller. Das ganze Werk kommt auf eine hohe Ebene internationaler Verantwortung. Und du wirst so viel Freude haben, dass du es kaum ertragen kannst. Sag ich, wow, das klingt gut. Aber lieber Gott, warum habe ich keinerlei Beziehung zu der blöden Zahl 80? Wenn mir jemand sagt, ich bin 5, glaube ich, genauso wenig wie 80. Bin ich nicht normal? Habe ich da ein bisschen ein Dachschaden oder was? Dann hat er gesagt, den Geburtsschein kannst du vergessen. Sag ich, wie bitte? Das war bisher immer meine Bezugsquelle. Sagt er, den kannst du jetzt zerreißen, wenn du willst. Ja, sag ich, was ist dann meine Bezugsquelle? Sagt er, wer ist dein Leben? Ja, das ist mir aufgefallen. Mein Leben ist Jesus Christus. Das war wie ein Scheinwerfer und der ist nie älter wie 33 geworden. Halleluja. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, Papa, wenn du mir sagst, ich bin so alt wie dein Sohn, ich glaube dir, aber der Rest ist dein Problem. Amen. Und ich habe eine Verjüngung nach der anderen erlebt. Ich habe einen Blutdruck von 94 zu 64. Ich habe Knochen wie ein 20-Jähriger. Ich schlafe wie ein Baby und ich habe Energie, dass meine jungen Mitarbeiter neben mir müde werden. Halleluja. Amen. Halleluja. Danke. Wir müssen lernen, alles zu sehen mit den Augen Gottes. Alles. Weil wenn wir auf die Welt schauen, dann können wir verrückt werden. Ja? Und da kommt noch einiges. Ihr Lieben, wir sind erst am Anfang der Geburtswehen. Aber ich bin persönlich, bitte sagt es jetzt nicht, das ist die Auslegung, die für alle gilt, aber ich bin persönlich überzeugt, dass der Leib Christi, die Braut Jesu, geholt wird vor der großen Trübsal. Und wisst ihr, wie ich das begründe? Geht es einmal mit mir zur Offenbarung 3. In der Offenbarung 2 sind die ganzen Sendschreiben von den Gemeinden. Und in Offenbarung 3, da heißt es im Vers 10, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast. Wer harrt hier auf das Kommen Jesu?
Okay, ich bin doch in der richtigen Gesellschaft. Und weil du das Harren auf mich bewahrt hast, werde ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Amen. Also ich persönlich bin überzeugt. Ich habe gesagt, lieber Herr Jesus, du bist ja unser Liebhaber, ja? Du bist unser Bräutigam, du wirst uns doch nicht hängen lassen und leiden lassen wie verrückt, deine Braut. Und er sagt, nein, Maria, ich komme euch holen. Aber öfters habe ich schon am Abend gesagt, heute hast du es wieder nicht geschafft. Und dann bin ich draufgekommen, er kann nicht kommen, bevor der Vater ihm nicht das Ja gibt. Und der Vater prüft die Brautkammer. Und die muss schön genug sein, bevor der Vater sagt, geh sie holen. Dann habe ich neulich gesagt, so perfekt muss sie auch nicht sein. Wir hätten dich gerne bald hier auf der Welt. Amen. Wir werden entrückt werden. Aber auch nur die Braut oder die Jungfrau Christi, die Öl in der Lampe hat. Nicht nur die, die Lampen haben, sondern die, die Öl in der Lampe haben. Das heißt, die im Heiligen Geist fließen. Amen. Bleib im Strom des Heiligen Geistes. Gleich am Anfang habe ich erkannt, da war der Hitler natürlich nur ein Kinderspiel dagegen, was jetzt läuft. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, wir haben nichts zu tun mit dem saublöden Virus, der in Labors gemacht wurde. Auch AIDS und Ebola wurden in Labors gemacht zur Reduzierung Afrikas. Das ist ihnen nicht gelungen. Als ich nach Uganda kam, vor fast 30 Jahren haben die Uganda gesagt, Mama Maria, wie lange du hier noch sein wirst, wissen wir nicht, weil der Staat, ob es den in 10 Jahren noch gibt, wissen wir nicht. Die Leute sterben wie Fliegen von dem Virus AIDS. Jetzt bin ich schon über 30 Jahre dort. Na, stimmt nicht. Über 20 Jahre bin ich dort. Und wir haben um Millionen zugenommen. Obwohl AIDS noch nicht vorbei ist. Wisst ihr, ich habe auch eine Köchin gehabt, da ist die Tochter zu mir gekommen, meine Tochter ist zu mir gekommen und gesagt, Mama, meine Freundin, die hat eine Mama und die ist beim Sterben mit AIDS. Die möchte ihr gern ihre Kinder geben zu uns in die Familie, damit sie weiß, sie kann in Ruhe sterben und den Kindern geht's gut. Dann habe ich gesagt, bring mir die Frau einmal. Dann kam sie. Dann habe ich gesagt, was kannst du denn? Aber die hat ausgeschaut wie der aufgewärmte Tod, also furchtbar. Die hat nur mehr können einen Hautausschlag kriegen und einen Knochenkrebs, aber sonst war nichts mehr da, die war. Dann habe ich gesagt, was kannst denn du? Sagt sie, kochen. Ma, habe ich gesagt, ich brauche eine Köchin. Du wirst meine Köchin und wir machen das miteinander. Dann habe ich natürlich geschaut, dass sie die besten Medikamente kriegt, aber das AIDS ging nicht weg. Und vor anderthalb Jahren habe ich so einen Zorn bekommen, einen heiligen Gotteszorn auf den saublöden Virus, AIDS. Ich habe sie gepackt und gebeitelt und habe gesagt, raus mit dir, hau ab und geh in die Hölle, du Virus, AIDS. Das ist der Tempel des Heiligen Geistes, da hast du überhaupt nichts verloren. Und gebeitelt habe ich sie. Ich habe mich selber nicht gekannt. Und sie hat sich beiteln lassen wie verrückt. Und sie hat gewusst, das bin nicht ich, das war der Herr. Kurz darauf bin ich nach Europa geflogen und habe fast 2 Monate her gepredigt. Wie ich zurückkomme, schaut die aus wie das blühende Leben. Sag ich, ja, was ist denn passiert, Mama Aisha? Schon 3-mal getestet, Mama, ich bin negativ. Halleluja. 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 Gibt es bei Gott unheilbar? Ich freue mich über jeden, der sagt unheilbar, dann hat er keine andere Chance mehr, als nur Gott zu vertrauen. Und dann kriegt Gott die ganze Ehre. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, wir sind Botschafter. Wir sollen den Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Durch Jesus. Wir sollen
Ich erwarte schon, wenn ich in ein Gasthaus gehe, bald einmal, und alle Leute, die Dämonen haben, fangen an schreien, wenn ich komme. Sag ich, raus alle miteinander, in Jesu Namen, haut ab, geht dorthin, wo Jesus euch schickt. Amen. Amen, wir sind das Licht der Welt. Einmal hat ein Mann neben mir gesagt, wer sind denn Sie? Neben Ihnen kriege ich Gänsehaut. Sag ich, das ist der Heilige Geist. Einer ist schon mal da gestanden und hat gesagt, von Ihnen muss ich weggehen, ich fange an schweben neben Ihnen. Halleluja. Wisst ihr, ich habe auch meine Kinder in Afrika erzogen, dass ihnen ein großer Gott wohnt. Meine Tochter, 5 Jahre, ich habe ein Mädchen, ein wunderbares Mädchen adoptiert, die war 9 Monate. Fliegen wir nach Österreich oder nach Europa. Und ich glaube, sie war so 4, 5. Und kommt über den Lautsprecher im Flugzeug, alle anschnallen, auch das Personal, wir kommen in eine ganz starke Sturmgegend. Meine Tochter steht auf dem Sessel neben mir, denke, was macht denn die jetzt? Schreit über das ganze Flugzeug, Storm in Jesus' name, stop! Und setzt sich wieder nieder. Ich bin fast verschlafen im Stuhl. Und man denkt, um Gottes Willen, sowas hat sie noch nie gemacht. Der Sturm ist nie gekommen. Beim Aussteigen steht der Kapitän dort. Und er sagt sie, gell, Herr Kapitän, heute hast du nicht recht gehabt. Sagt er, wieso nicht? Ja, der Sturm ist nicht gekommen. Sagt er, ja, wieso ist der nicht gekommen? Sag ich, den habe ich gestillt in Jesu Namen. So ein kleiner Stöpsel. Halleluja. Amen. Amen. Betet und herrscht über die Finsternis. Wir müssen aktiv werden. Ein Botschafter, ihr Lieben, schaut, dass in dem Land, was er vertritt, Herrlichkeit herrscht. Frieden, Liebe, Vertrauen, Hilfe. Amen. Also lass die Interessen seines Reiches und seiner Gerechtigkeit zuvorderst in deinen Gedanken und in deinem Herzen sein. Unterwirf dich ihm und bete, Herr, zeig mir, wie ich in allem, was ich tue, dein Stellvertreter sein kann. Amen. Gott hat dich ausgerüstet, indem er, er hat dich ausgerüstet. Er hat dir seinen Namen und die Kraft seines Wortes gegeben. Er hat sogar seinen Geist auf dich gelegt und er hat dich dazu befähigt, die Anweisungen dieses Geistes zu hören und gehorsam dann auszuführen. Amen. Ich stehe fast jeden Tag auf und sage, Teufel, steh aus. Ich stehe jetzt auf. Dein Tag ist verhunzt. Ich erwarte nie mehr was Schlechtes, nur Gutes. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, von Liebe zu Liebe, von Freude zu Freude. Amen. Das soll deine tägliche Erfahrung sein. Vor Jahren gab es eine Prophetie, die besagte, dass eine Zeit käme, da Menschen auf dieser Erde so wandeln, reden und handeln würden wie Gott. Sie würden durch seine Kraft und seinen Geist so stark motiviert sein, dass Leute von ihnen sagen würden, schau dir diese Gläubigen an, die glauben wohl, sie seien Gott. Nein, sagte der Heilige Geist, sie sind nicht Gott, sie sind Stellvertreter Gottes. Kinder Gottes, Botschafter Gottes, ausgesandt, um die Werke Gottes zu tun. Amen. Das war jetzt wieder ein schwaches Amen. Und ich glaube, dass wir in der Zeit und Stunde leben, von der diese Prophetie sprach. Amen. Wir sehen, wie diese Armee langsam aber sicher sich versammelt und in Bewegung kommt. Und da geht es nicht mehr um Konfessionen. Da geht es um Glauben in den lebendigen Gott. Gott zieht den Leib Christi zusammen. Amen. Und da bist du eine lebendige Zelle. Mich hat einmal ein Pastor sehr gerügt, schon vor vielen Jahren in Amerika, weil ich zu viel unterwegs war, weil ich war eingeladen in vielen Gemeinden. Er hat gesagt, nein, du solltest immer nur bei uns sein. Dann habe ich gesagt, ja, darf ich den Heiligen Geist fragen, ob das okay ist, was ich mache? Ich sage, ja, frage ihn nur.
Dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, ist es okay, dass ich immer wieder in anderen Gemeinden bin? Und er hat gesagt, Maria, du bist ein rotes Blutkörperchen. Das sitzt nicht herum, das ist in Bewegung. Und wo immer du bist, geht der Dreck weg und das frische Sauerstoff kommt. Amen. Und vor nicht zu langer Zeit habe ich gesagt, Herr, hat meine Position sich geändert? Sagt er, ja. Sag ich, was bin ich jetzt? Dann hat er gesagt, du musst festzappeln. Sag ich, wie bitte? Festzappeln. Dann habe ich gesagt, ja, wieso zappeln? Hat er gesagt, du bist mein Wurm an meiner Angel. Amen. Und hat er gesagt, und wenn du festzappelst, dann beißen sie. Und hängen an meiner Angel. Und dann kann ich sie zu mir ziehen. Halleluja. Amen. Wenn ihr diese edle Position im Reich Gottes haben wollt, festzappeln. Dann beißen sie dich. Und dann kann Gott die Menschen zu sich ziehen. Amen. Beginn heute, als sein Stellvertreter Jesu Christi auf Erden zu leben. Wir haben doch Jahrzehnte, Jahrhunderte gelernt, ja, 2 Jahrtausende gebetet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel auf Erden. Raus aus der Kirche, ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns 4. Passt es zusammen? Passt es zusammen? Nein. Und du und ich haben den Auftrag, den Himmel auf die Erde zu bringen, wo immer wir sind. Beginn heute schon, dich zu sehen und reihe dich ein in die Armee der Heiligen. Amen. Ich sag's euch, das ist so ein großer Auftrag, so ein großer Auftrag. Und die Menschen werden ihn erkennen. Wenn du ihn einmal annimmst, dann werden sie ihn erkennen. Werden sie ihn erkennen. Ah, da muss ich euch jetzt das vorlesen. Eine Prophetie, die habe ich vor Jahren bekommen und die erfüllt der Herr jetzt. Und zwar steht die in Jesaja 60. Steh auf, sitz nicht herum. Steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Amen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Stimmt es? Das ist jetzt der Fall. Aber über dir strahlt der Herr auf. Amen. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Amen. Das hat Gott mir gegeben vor vielen Jahren. Da war ich in Amerika und habe einen Gebetsort gehabt. Das war ein großer Fels inmitten eines Flusses. Und der Fluss war so laut, dass ich laut reden habe können, keiner hat bekehrt. Und da waren Steine, da konnte ich hinaufklettern. Da bin ich hin. Und habe ich gesagt, Herr, siehst du mich überhaupt? Was hast du denn vor mit mir? Und hat er gesagt, lies Jesaja 60. Das habe ich dann gelesen. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Habe ich geschaut und habe gesagt, keiner ist da. Habe ich gesagt, lieber Gott, das muss weite Zukunft sein. Heute darf ich mit Königen und Präsidenten sprechen. Und die kommen zu mir, fragen. Was zu mir schon Generäle gekommen sind und wollten von mir einfach hören, was Gott vorhat. Wissen, da stehe ich da, mich schüttelt es richtig, denke ich, um Gottes Willen, Herr, jetzt muss man wieder was geben. Und die gehen dann jedes Mal weg und sagen, danke, das war genau das Wort, was ich gebraucht habe. Und ich stehe nur daneben und denke mir, was habe ich eigentlich gesagt? Dann heißt es, deine Söhne kommen von fern her. Ich sag's euch, meine Söhne kommen von fern. Ich habe jetzt über 16.000 Kinder in die Schule geschickt und die nennen mich alle Mama Maria. Und die sind alle wunderschön braun. Und die liebe ich, wie Gott sie liebt, weil er mir seine Liebe gegeben hat. Und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Meine kleine Tochter, 9 Monate alt, hat mir die Urgroßmutter gegeben auf den Armen. Maria, deine Tochter. Und dann habe ich gewusst,
das ist das Kind, das Gott mir verheißen hat. Und weil mich ja jeder fragt, bei den tausend Kindern, wie kannst du ein Kind adoptieren? Dann habe ich gesagt, ja, das war die, die Gott für mich auserwählt hat. Amen. Dann wirst du sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres, ja, ich sag's euch, der Segen fließt so, dass ich oft nicht weiß, wohin damit. Willst du das auch? Ja. Halleluja. Steh auf und werde Licht. Und glaube Gott mehr als allen Umständen. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Amen. In allen Situationen. Denn die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Gott hat so einen großen Plan für dich. Ich garantiere dir, wenn er es sagen würde, würdest du sagen, kann nicht sein. Der Traum, den Gott für dich hat, ist so groß, dass du erschrecken würdest. Ich sage es euch, wenn Gott, ich habe nämlich jahrelang gebetet, ich habe gesagt, Herr, du musst doch einen Traum für jeden haben, den du geschaffen hast. Zeig mir den Traum. Wenn er mir das gesagt hätte, wäre ich in den Busch nach Australien geflüchtet. Ich sage, mit mir kannst du das nicht machen. Da bin ich viel zu schüchtern, viel zu dumm. Ich habe noch einmal gefragt in Afrika, wie kannst du mich wählen, sowas aufzubauen? Ich habe über 1000 Mitarbeiter, 5 Headquarters, ungefähr 18.000 Kinder haben wir jetzt in die Schule geschickt. Hoppala, jetzt kommt gleich alles zu euch. Dann hat er gesagt, du warst auch nicht meine erste Wahl. Aha, habe ich gesagt. Die wievielte war ich denn dann? Sagt er, die dritte. Ja, aber ich sage, aber ich hätte mich auch nicht als dritte Wahl gewählt. Wie kannst du mich wählen? Dann hat er gesagt, weil du mir nicht im Wege stehst. Gell, habe ich gesagt, da bin ich jetzt dumm dazu. Und habe ein großes Lächeln gesehen. Halleluja. Der Herr ist in den Schwachen mächtig. Die Gott gehorchen. Steh auf in der Früh, geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Hör dich. Hör dir. Höre auf Gott den ganzen Tag, während du gehst. Aber viele machen sich so viele Gedanken hier, weil wir da oben so verkopft sind. Da habe ich auch was. Geh Dank. Geh Dank. Danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben. Zweifel sind vom Teufel. Amen. Amen. Wenn du Gott vertraust, kannst du den ganzen Tag Danke sagen. Ob du es verstehst oder nicht, magst du oder nicht. Sag einfach Danke. Ich sage immer wieder, Herr, das verstehe ich wieder mal überhaupt nicht. Aber Danke, du hast geprüft. Du hast es geprüft. Und wenn du es prüfst, dann weißt du, das ist das Beste für mich. Verstehen, du ist hinten und vorne nicht. Aber du wirst was Gutes draus machen. Und er hat noch aus allem etwas Gutes gemacht. Amen. Wisst ihr, Glauben kann auch mit Vertrauen übersetzt werden. Die, die auf den Herrn schauen, werden strahlen vor Freude. Schau den ganzen Tag auf den Herrn und du wirst staunen, was Gott dann mit deinem Leben macht. Kannst ruhig sagen, Herr, mögen du die Situation jetzt überhaupt nicht, verstehen du es ja nicht, gebetet habe ich auch nicht dafür, aber danke, danke, danke. Ich vertraue dir, dass du was Gutes draus machst. Amen. Und dann wirst du vom Staunen nicht herauskommen. Wisst ihr, manche Situationen versteht man erst im Rückblick. Und jeder von euch hat eine Berufung, die schlägt, also die, ich sag's euch, und Gott hat da keinen Respekt vor Geburtsscheinen. Jung, alt, mittel, Männlein, Weiblein, alles. Alles, was ihm zur Verfügung steht, verwendet er. Amen. Willst du ihm zur Verfügung stehen? Ja. Das waren wieder ein paar. Willst du ihm zur Verfügung stehen? Ja. Halleluja. Hast du gehört, Pastor? In der Gemeinde geht die Post ab. Ich sage das bald einmal. Bald einmal. Und betet, dass Gott diesen Traum, den er für euch im Himmel hat, dass der sich materialisiert. Amen. Aber ich garantiere dir eines. Jeder Traum, den Gott hat, jede Berufung, die Gott hat, braucht einen besonderen Charakter.
Und Charakter kriegt man nicht durch Hände auflegen. Charakter kriegt man, indem man im Leben täglich die richtigen Entscheidungen trifft. Und dann baust du dein Fundament für die Zukunft. Und in der Zeit, wo er unseren Charakter formt, gibt es nur zwei Geschwindigkeitsstufen. Langsam und sehr langsam. Und da wollen wir, dass es schnell geht. Amen. Gott sucht treue Menschen, die treu sind jeden Tag und jeden Tag die richtigen Entscheidungen trifft, und zwar die, die der Herr Jesus treffen würde. Und wenn er dann dich einmal so weit hat in deiner Charakterschulung, dass dein Charakter mit der Vision, die er für dich hat, und den Traum, den er für dich hat, zusammenpasst, dann bist du auf der Auffahrt zur Autobahn der Herrlichkeit. Und da sagst du dann bitte langsam, weil da wird er extrem schnell. Und da sagst du dann, oh, da verlierst du die Kontrolle. Ich habe alle Kontrolle verloren über dieses Werk in Afrika, aber er hat sie. Ich muss nur jeden Tag machen, was er sagt. Der Rest, ich habe ja Mitarbeiter, die ich gar nicht kenne, über 1000, aber ich habe 42 Leiter, die kennen sie alle. Und mit denen setze ich mich auseinander. Gott hat so große Pläne für dich, dass du es nicht glauben würdest, wenn er es dir sagen würde. Amen. Denn erst wenn deine Berufung so groß ist, dass die Menschen sagen, das kannst aber du nicht geschaffen haben, dann bist du auf der richtigen Spur. Vorher kriegst du die Ehre. Gott möchte, Gott ist eifersüchtig. Ich sage es euch, wenn es um die Ehre geht, ist er eifersüchtig. Er möchte alle Ehre bekommen. Aber was dürfen wir behalten? Die Freude. Die Freude. Ich freue mich den ganzen Tag, dass der Herr mit dem schwachen Weib so viel machen kann. Amen. Ich habe keine Ahnung, wie er es schafft, aber er schafft es. Und jetzt muss ich euch sagen, ich habe da draußen einige Bücher, aber vor anderthalb Jahren ruft mich eine Frau an aus der Schweiz und sagt, Maria, dein Leben muss in die Welt hinaus. Die Leute müssen wissen, dass sie geliebt sind, dass sie gewollt sind, dass Gott einen Traum hat, was er für sie getan hat. Ja, sage ich, wunderbar. Sie hat gesagt, deine Bücher sind nur in christlichen Buchgeschäften erreichbar oder erhältlich. Das muss in die Welt hinaus. Sag ich, ja, okay, habe ich gesagt, wie machen wir das? Und dann sagt sie, ja, einen Roman müssen wir schreiben von deinem Leben. Mit weltlicher Sprache dein Leben, aber nichts verduschen, also, aber mit weltlicher Sprache. Ich habe gesagt, wunderbar, wer macht das? Sagt sie, ich. Ich habe gesagt, okay, hast du meinen Segen. Jetzt ist das Buch am Markt. Das heißt, das Senfkorn, der kleinste Senfkorn. Und drunter steht, der Herr ist mächtig in den Schwachen. Amen. Also bitte, schaut nicht auf mich als Held, sondern der Held ist Jesus in mir. Amen. Aber da müssen wir alle, damit Gott wirklich durch uns arbeiten kann, ist es wichtig, dass wir aus der Welt herauskommen, dass wir getauft werden, dass wir gelehrt werden, vor allem in Jüngerschaft. Und da gibt es ein wunderbares Buch, das würde ich euch raten zu kaufen. Das hat ein lieber Freund von uns geschrieben und mit der ganzen Gemeinde. Das heißt 40 Tage Reich Gottes Prinzipien. Das solltet ihr kaufen. Das gibt es in allen, auch, ich glaube bei Amazon gibt es auch, ja. Und da werdet ihr sehen, dass wir ein neues Denken brauchen. Der Herr ist in den Schwachen mächtig. Wir sollen herrschen. Über wen? Über wen? Über die Dunkelheit, über die Werke der Finsternis. Sollen wir herrschen? Ihr Männer, wenn ihr jetzt geglaubt habt zu hören, dass ihr über Frau herrschen sollt, das war jetzt nicht der Fall. Die Frau sollt ihr so lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und das ist perfekte Liebe. Ihr Männer, ihr tut mir furchtbar leid. Ihr seid so gefordert, weil wir Frauen so anders sind wie ihr. Da hat der liebe Gott sich was einfallen lassen. Wisst ihr,
Es heißt doch in der Bibel, er wird alle unsere Bedürfnisse befriedigen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Und ich glaube, jetzt schafft Gott Bedürfnisse. Wir kommen jetzt drauf, wir brauchen Gott wieder. Was eine herrliche Erkenntnis ist. Aber mit dem Adam, wie er den gemacht hat, ja, aus der Erde. Was der Gott aus der Erde zusammenbringt, ja. Und es war das Standardmodell. Und dann hat Gott gesagt, das ist gut, ja, wie er den Adam gesehen hat. Aber dann hat er gesagt, aber wie bringe ich dem Kerl bei, dass er noch nicht komplett ist? Dass er noch was braucht, um komplett zu sein? Ach, er soll einmal die Tiere benennen, ja. Kommen zwei Elefanten, zwei Giraffen, immer zwei. Nach dem 100. Paar, das da kommt, denkt er sich, ich sitze da alleine. Die kommen immer zu zweit. Dann hat er angefangen zu schauen, ob da was zu ihm passt, ja. Zwei Krokodile, zwei Nashörner, zwei Schlangen, da passt nichts zu mir, okay? Und dann hat er gespürt, er braucht was. Er ist nicht vollkommen. Und genau das wollte Gott in ihm freisetzen. Und dann ist er depressiv geworden. Und depressive Menschen schlafen, ja, ist er eingeschlafen. Dann hat Gott eine Rippe herausgenommen. Ihr Lieben, eine Rippe. Ein Mann, eine Frau, okay? Wenn er wollen hätte, dass Männer mehr wie eine Frau haben, hätte er mehr Rippen genommen. Eine Rippe hat er nur herausgenommen. Eine Frau, ein Mann. Da finde ich euer okay, ihr Frauen, ja? Halleluja, aber auch für die Männer ist das Beste. Wenn sie nur ein Modell für ihr Leben wählen. Wisst ihr das? Der Henry Ford wurde am 50. also bei der Goldenen Hochzeit gefragt, was seine Ehe so glücklich gemacht hat. Dann hat er gesagt, ja, ich verhalte mich in der Ehe genauso wie in meinem Geschäft. Das alte Standardmodell bleibt immer dasselbe. Ich mache keinen Einkaufsbummel. Ich bleibe ein Mann, eine Frau. Okay. Und dann macht der Adam auf. Also übrigens, bei der Frau hat der Herr gesagt, da kann man schon noch ein bisschen was verändern, okay? Das Standardmodell ist wunderbar, aber wir können ein bisschen Formen dazugeben und vor allem können wir die Infrastruktur ändern. Und da hat er das Problem für euch Männer geschaffen, ja. Weil der Mann hat ein Ablagesystem, so klar. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Und wenn das passt, ist das Leben in Ordnung von ihm. Bei einer Frau ist das Ablagesystem so ähnlich wie eine Damenhandtasche. Je mehr man drin wühlt, umso mehr kommt heraus. Und es macht die Männer fürchterlich nervös, ja? Möchtest du jetzt aufhören? Ich hab noch was an. Und dann hat der liebe Gott uns Frauen noch einen sechsten Sinn gegeben. Und das macht sie noch nervöser, weil wir keine logische Erklärung dazu haben. Wir spüren nur was von Gott und können es nicht erklären. Das ist für einen Mann unmöglich, ja. Weil der muss alles erklären können. Aber wisst ihr, das macht euch abhängig von Gott, um diese Frau kennenzulernen, die Gott euch gegeben hat. Amen. Und sie lieben zu lernen. Und im Rückblick werdet ihr alles verstehen. Amen. Und wisst ihr, Gott hat die Ehe geschaffen, bevor es Gesetze gab. Die Ehe ist ein Bund zwischen Mann, Frau und Gott. Und einen Bund kann man nicht ändern. Ein Bund ist ewig. Und wir haben Verträge draus gemacht. Eheverträge können gebrochen werden, verändert werden, gerade wie es uns passt. Ist das im Willen Gottes? Wir haben die Gottesehrfurcht verloren. Wir machen alles so, wie es wir wollen, wie wir es brauchen, wie wir es wollen. Gott möchte, dass wir wieder zurückkommen in die Gottesehrfurcht und alles so sehen, wie er es sieht. Und es wird alles durchdringen, ihr Lieben, wir sind der Sauerteig. Wir Christen sind der Sauerteig und wir sollen alles durchdringen. Die ganze Gesellschaft soll von uns durchsäuert werden. Wir gehen ganz zurück
zu dem Ursprung, wie Gott es haben möchte. Wir lassen uns alle Felder im 7. Jahr liegen, dürfen sie rasten. Bei uns kommt kein Kilo künstlicher Dünger in unsere Felder. Wir haben hunderte von Hektar. Wir machen unseren eigenen Dünger. Wir haben viele Kühe, viele Hasen, viele Ziegen, viele Schafe, Hühner, und es wird alles gesammelt. Und dann die Platteln, und das tun wir dann fermentieren. Die beste Düngung. Jedes Mal, wenn ich Wasser von Afrika bringe, wenn wir gebohrt haben, wieder Bohrlöcher, und ich bringe eine Flasche Wasser nach Deutschland, ganz wurscht, wo ich das hinbringe, sagen die immer, wo kommt das Wasser her? Sage ich, ist nicht in Ordnung. Doch, aber das kommt nicht aus Europa. Sage ich, ja, das stimmt. Ist von Afrika. So eine Balance von allen Mineralien findet man in ganz Europa nicht mehr. Doch ein Kunstdünger. Ja, kommst zu uns. Wirklich, kommt einmal auf einen Urlaub. Ich habe Prospekte und da könnt, aber die sind schon sehr schnell ausgebucht. Wir haben jeden Monat 50 bis 70 Gäste aus Europa. Und die sagen nach kurzer Zeit, boah, Europa ist ein Horrorfilm, aber bei euch ist es ein Märchen. Amen. Weil wir nicht von da leben. Die Afrikaner sagen, Mama, du hast die Uhr, aber wir haben die Zeit. Und die wollen dich immer spüren. Die wollen immer Kontakt haben mit dir. Sind äußerst liebenswerte Menschen. Äußerst. Ihr Lieben, Gott hat so Großes vor mit dir und mit mir, dass unsere ganze Kultur erschüttert wird. Wisst ihr, ich glaube, dass wir als Kinder Gottes, als Prinzen und Prinzessinnen des Königs aller Könige in allen Bereichen das Sagen haben werden. Ob das Kleidung ist, ob das Landwirtschaft ist, ob das Kindererziehung ist, ob das, in allem will Gott, dass wir die Ordnungen Gottes wieder freisetzen. Und dann werdet ihr sehen, wie schön das auf der Welt ist. Amen. Der Pastor. Schnarchen tut noch niemand, Pastor. Aber kann ich langsam Schluss machen? Oder soll ich Schluss machen? Aber ich möchte jetzt. Kommt ihr morgen Vormittag wieder? Ja. Da hätte ich nämlich noch ein paar Sachen. Wer will hier hundertprozentig sein Leben Jesus übergeben und sich als Botschafter Jesu Christi auf Erden Gott zur Verfügung stellen? Wer das möchte, der soll aufstehen. Halleluja. Geben wir dem Herrn einen Klatschopfer. Halleluja. Ju. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann betet mir nach. Betet mir nach. Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du mich erschaffen hast. Ich danke dir, dass du einen Traum für mein Leben hast. Ich danke dir, dass ich ein einmaliges Modell deiner Schöpfung bin. Ich danke dir, dass du mich liebst wie deinen Sohn Jesus Christus. Ich danke, dass ich für dich einmalig bin. Und Vater, ich danke dir, dass du deinem Sohn erlaubt hast, für mich zu sterben. Den Tod zu erleben, den ich verdient habe. Und Vater, diese Liebe übersteigt mein Verstehen. Und er ist gestorben für mich, damit ich leben kann, damit ich freien Zugang zur Herrlichkeit Gottes habe. Und Herr Jesus, ich öffne dir heute mein Herz und mein Leben.
und ich empfange dich als meinen einzigen Herrn und Meister, als meinen besten Freund, als mein Auferstehungsleben, als meinen Bräutigam, als meinen Heiler, meinen Befreier, als meinen Friedefürst, als meinen Liebhaber. Ich empfange dich, Herr, als meine Weisheit, als meine Kühnheit, als meinen Mut, als mein neues Leben. Und Heiliger Geist, durchdringe mich von der Krone meines Hauptes zu den Sohlen meiner Füße mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Liebe, mit deiner Freisetzung. Und wo immer noch Blockaden sind in meinem Leben, wo deine Liebe nicht frei fließen kann, bitte ich dich, komm und schenk mir neue Erkenntnisse und setze mich frei. Schenk mir Gehorsam, dir zu folgen. Und Herr, mach all diese Veränderungen in der kürzestmöglichen Zeit und mit dem geringsten Aufwand an Schmerz. Herr Jesus, ich gehöre dir und du gehörst mir. Und das soll immer so sein. Und ich werde alle Ehre immer dir geben. Aber ich behalte die Freude. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und bitte, jeden Tag steht auf und sagt, Herr Jesus, ich bin dein und du bist mein. Und das soll immer so sein. Amen. Und ihr werdet sehen, wie Gott euch von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Offenbarung zu Offenbarung führt. Denn er hat jetzt etwas begonnen, was er auch vollenden wird. In Jesu Namen. Amen. Ja, lass uns einfach da.